Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal auf YouTube. Wenn du denkst, es kommt nichts mehr, da kommt irgendwo der Hermes her. Ja, es hat geklingelt und es ist soweit. Die Degusta-Box. Jawohl. Ich hoffe, der Stream läuft ohne Probleme. Beim letzten Mal gab es irgendwie Probleme mit Ruckeleien. Diese Box habe ich jeden Monat selber. Die kostet 15,99 € inklusive Versand. Inklusive Mehrwert, also Liefergebühren. Link in der Videobeschreibung. Unboxing-Messer ist da. So. Jetzt muss ich nur einen Taschenrechner haben, fällt mir gerade ein, weil mein Handy ist Akku leer. Das tun wir mal hier rüber. Okay. Hab mich nicht spoilern lassen. Ich weiß nicht, was Schönes da drin ist. Aber nicht sehr, sehr schwer. Ich gehe mal davon aus, dass wieder ein paar Getränke drin sind. Als erstes kommt wieder mal Werbung. Oh, Adventskalender 2024. Jetzt schon vorbestellen für 38,99 €. Oh, da ist die Spoilerkarte, die brauchen wir zuletzt. Ja, sieht gut aus. Adventskalender. Hatte ich letztes Jahr gehabt. War eine sehr schöne Box. Also Adventskalender. Die Schürze ist natürlich auch wieder am Start. Dann fangen wir mal an. Als erstes haben wir, was wir auch schon mal drin hatten. Wertes Original, Karamell, Popcorn, Salzkaramell. Also ich bin nicht so das Salzkaramell. Ich bin eher Süßkaramell. Aber wir probieren es. Denn über probieren geht über studieren. Riechen tun die Wurst sehr, sehr schön. Sehr lecker. Schauen wir mal dahin. So sehen sie aus. Die Kamera habe ich jetzt mal woanders hingestellt. Ich hoffe, das stört euch nicht so, weil das ein bisschen strahlt. Schmeckt mal lecker. No? Na gut, das mit dem Salz, das geht noch. No, nicht schlecht. Als nächstes haben wir die Nudeln. Riesa-Nudeln. Hartweiße Spirelli für dich. Von hier. Ja. Na, Nutri-Score A aus 100% heimischen Rohstoffen. Also Nudeln kann man ja mal gebrauchen. Wer weiß, vielleicht ist ja auch noch ein Tomatenketchup drin. Oder eine Tomatensauce. Als nächstes haben wir, ui, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Tee. Ach, wo ist denn hier? Da. Rote Beere Vanille. Hört sich lecker an. Ist zwar mehr was für den Winter, aber man kann das trotzdem auch mal vielleicht im Sommer trinken. Na, gucken. Mal die Kamera vielleicht nochmal woanders hinsetzen. So. Da ist noch nicht ganz optimal. Wollen wir was Neues ausprobieren. Auf jeden Fall Tee, rote Beere Vanille. Das heißt also Himbeere, Erdbeere. Alles, was an roten Beeren sind. Dann haben wir als nächstes ein Energy Bar Chocolate Touch. Barbells Vegan. Ein veganer Riegel. High Protein, 15 Gramm. Nusszucker. Vegan. 55 Gramm. Die können lecker schmecken, die können aber auch nicht lecker schmecken. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Der lecker oder nicht lecker ist. Das ist hier die Frage. Ah, bondsichere Verpackung. Wo ist ein Messer? Die wollen nicht aufgehen. Ah, da hat es schön geknackt in meine Finger. So sieht er aus. Schön schokoladig. Da ist wieder ein Fenster aufgeploppt. Moment. Das nervt mich. Dann probieren wir den mal.
Der typische Proteingeschmack. Und man merkt, dass kein Zucker drin ist. Leicht bitter. Na, kann man aber essen. Muss man aber nicht. Dann haben wir als nächstes. Na, die ist gut voll, die Box. EM-Molkal Vitamin-Shot. Sauer gefüllt. Zuckerfrei. Sauer gefüllt, also mit Limette. Das Original mit der Fahne. Mhm. Oh ne, also, jetzt kommt der Proteingeschmack so richtig durch. Also ne, der schmeckt nicht. Und als nächstes haben wir eine Zaubertrink. Wupp. Tada! Kichererbsen-Curry. Von Just Space. Just Spice. Schlag mich nicht, wenn ich das falsch gesagt habe. Ist auf jeden Fall ein Kichererbsen. Also wenn ihr davon gegessen habt, dann müsst ihr mal kichern. Also ist der Kichererbsen, ne? Ja, auch nicht schlecht. Oder eine vegetarische Curry. Zum Ausprobieren, sehr gut geeignet für so eine Sache. Wenn euch das selber, das wird gerade nämlich nicht günstig sein. Als nächstes haben wir was zu trinken. Das hat mich schon leider angelacht. Fresslauer haben wir schon mal öfters hier drin. Orange Passion plus Vitamin B12 und B5. Wie schön, wie gut, dass ich gedacht habe, da ist garantiert was zu trinken dabei. Deswegen habe ich mir ein schönes Glas besorgt. Das war eine gedickelte Renne. Gesundheit hält. Mal sehen, ob es mit Säure ist oder ohne. Es mit Kohlensäure. Mal sehen, ob da auch der Deckel wieder fest ist. Ja. Riecht schon leicht Orange und nach der Grapefruit. Leicht perlig. Guter Jahrgang. Dann stellen wir die mal dahin. Lass probieren. Die Kamera ist normalerweise immer auf dem Monitor, nicht ist die Vormonitor. Auf euch, auf eure Gesundheit. Lecker. Ja, sehr lecker. Dann haben wir als nächstes Mandarine, Orange, leicht gezuckert von Del Monte. Del Monte. Nehmen wir das Glas zur Seite, wenn was runterfällt und kaputt geht, das wäre natürlich zu schade. In dem Set war auch noch ein anderes Glas mit den Mana. Kennt ihr ja, wenn der so Spiele spielt mit Gesundheit und Mana und alles. Leicht gezuckert. Noch nicht schlecht. Können zum Beispiel auf Milchreis tun, Vanillepudding, Grießbrei. Und so weiter. Da gibt es einige. Oder auch so zum so essen. Oder als inner Bowle reintun. Dann haben wir als nächstes. Als nächstes haben wir. Kein Bier. Schade. Fuego Chicken Taco Marinade. Habanero Chili und Lime. Habanero, das sind diese scharfen. Chili, die kleinen, scharfen. Ja, die können ganz schön reinhauen. Ist auf jeden Fall für einen Taco eine Marinade. Die kosten so meistens so 79 Cent. Weil es eine Würzmischung ist. Zubereitung: 400 Gramm Hühnchenbrust in Streifen schneiden, mit der Marinade vermengen und eine behitzte Pfanne anbraten. Das Fleisch zusammen mit frischen Zutaten wie Salat oder Käse in den Taco-Shields füllen. Dazu passen die Fuego-Dips. Ja. Und schon habt ihr ein leckeres Gericht. Als nächstes haben wir was von Fried. Was für ein Kau. Ah ne, war ja was anderes. Fried. Vegan.
Wassermelonen Cranberry. Hört sich auch sehr interessant an. Vegan, weil da ist keine tierische Gelatine drin, sondern Agar-Agar könnt ihr zum Beispiel nehmen, wenn ihr kein tierisches Produkt essen wollt, in ihr essen wollt, im Essen reintun wollt. Ihr wisst, was ich meine. Gelatine benutze ich meistens nur, wenn ich meinen Spezialnachtisch mache zu Silvester. So. Dann nehmen wir mal. So sehen die aus. Ich muss mich dran gewöhnen. So. Sieht schön aus. Sind ein bisschen weniger drin und auch minimal teurer. Aber die schmecken sehr lecker. Die Wassermelone. Super lecker. Geil, geil. Dann haben wir ein bisschen was an der Kindheitserinnerung. Ich glaube, für jeden, der von seiner Kindheit das noch kennen könnte, Drehdrink. Mit Bubblegum. Mit Bubblegum. Also mit Kaugummi-Geschmack. Kirsche, Waldmeister, Cola. Und glaube ich Blueberry, also blaue Beere. Ja, Spezialkreation. Special. Ja, das kenne ich auch noch von meiner Kindheit her. Dann haben wir als nächstes wieder was mit Bubble Red. Tada! Salted Karamell, Mischgetränk mit Salz-Karamell-Geschmack, wärmebehandelt. 1,5% Fett vom Milchanteil. Ah, dieses Salz-Karamell. Dieser Trend kann langsam mal wieder mal enden. Ich gebe so viele Sachen mit Salz-Karamell und alles. Nein. Als nächstes haben wir was von Red Bull. Easy Lemon. Die schmecken am besten eiskalt sehr gut. Lemon. Zesti und Naturell. Bio. So eine Dose kostet locker 1,40 bis 1,50. Wenn sie nicht mehr angeboten sind für 99 Cent. Ja. Auch was Feines. Dann haben wir vielleicht nur noch ein Produkt, wenn ich mich nicht vertue. Nehmen wir zwei. Und noch ein Drehdrink. Apfel. Die mache ich mal auf. Ein bisschen schütteln. Deswegen heißt der Drehdrink, weil da oben ist der Plastiknüppel. Einmal ab. Ins Glas. Ist eine durchsichtige Flüssigkeit. Riecht auf jeden Fall nach Apfel und schmeckt nach Apfel. Wer hätte das gedacht? Ich habe gedacht daran. Dann schauen wir mal, ob wir das letzte Produkt haben. Ja, jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Türm, Milch, Pause, Eiskaffee-Geschmack. Oh, sehr lecker. Und die muss natürlich auch kalt gestellt werden. Also bringt die um die Ecke. Macht die kalt. Eiskalt genießen. 1,5% Fettanteil. Na, no, nicht schlecht. Deswegen ist sie auch so schwer, die Box. Die Box ist leer. Tun wir die mal unten hin. Jawohl. Die kommt auch erstmal im Kühlschrank. Dann wollen wir mal auf die Spoilerkarte schauen. Wie gesagt, die kostet 15,99 im Monat. Jeden Monat kündbar, inklusive den Versand. Da findet ihr auch einen Link zu meiner Twitch-Seite, weil ich bin jeden Tag im Streamen. Wie jetzt gerade auch. Dann wollen wir mal anfangen.
Dann beginnen wir mal. Tür, Salzkaramell kostet 79 Cent. Wie gesagt, ich muss jetzt meinen PC benutzen, den Taschenrechner. Und die Eiskaffee kostet 1,39. Ja, das sind schon stolze Preise dafür, also das muss man schon sagen. Der Monte, also die Mandarinen leicht gezuckert, jo, das ist ein stolzer Preis für Mandarinen. 2,49. Wert des Original, die Salzkaramell, 2,39, der Standardpreis. Also das ist auch schon erhöhter Preis. Saß-Speis, dies, machen wir das, die ja, Saß-Speis, kostet 6 Euro. Oho. Also dafür muss es aber auch schmecken, ne? 5,99. Am besten natürlich mit Reis. Das Produkt des Monats ist Fössler. Und die Preise sind aber auch schon wieder gestiegen um 20 Cent. Sonst kosten die eigentlich 99 Cent, jetzt kostet die 1,19 Euro. Plus Märchen, plus Pfand. Yogi Tea, der Bärentee. 3,29, auch schon ein bisschen teurer. Sonst kosten die auch an die 2,99. Der vegane Schokoriegel, wo ich gesagt habe, ja, es schmeckt noch einigermaßen, am Ende doch nicht. Der schmeckt überhaupt nicht mehr. 3,29, der blöde Riegel. Wahnsinn. Ja, die sind viel zu teuer. Nur weil da Protein drauf ist. Kennt ihr die von Mars und Snickers, die Riegel, die normalen? Jetzt gibt es die auch mit Protein. Hör mal, die normale Riegel kostet an die 79 bis 1 Euro. Ja, auch 2,39 bis 4 Euro. Nur weil da Protein drauf ist. Und der schmeckt auch noch nicht mal. Drehtrink zweimal. Jeweils 99 Cent, also 1,98 Euro. Das ist in Ordnung. Also 99 Cent für so eine Flasche. Normalerweise trinkt die mir ja so. Sehr lecker. Auch wenn eigentlich sehr viel Farbstoff und alles andere noch da drin ist. Aber als Kind interessiert das eigentlich nicht. Die Bonbons, oh, das ist aber auch schon stolzer Preis für EM-Eukal. Sowas glaube ich meistens dann nur im Angebot. Und die kosten hier 2,19 Euro. Wahnsinn, 2,19 Euro. Frit, der vegane Kaubonbon, 89 Cent, das ist in Ordnung. Voll in Ordnung. Die Orange bei Red Bull, Lemon, 1,29 plus Pfand. Also 25 Cent. Und dann kommen noch die Fuego Chicken Taco Marinade. 79? Kommt gar nicht hin. Fast das Doppelte. 1,49. Na gut, das ist aber auch. Für eine große Portion, das kann man sagen, geht noch in Ordnung. Somit haben wir einen Endpreis von 28,66 €. Wenn er die 15,99 € abzieht, haben wir ein Ersparnis von 12,67 €. Jawohl, jawohl. So sieht's aus. Wie fandet ihr die Box? Ich fand die schön. War wieder was Leckeres dabei, was viel trinken, was bei dem warmen Wetter sowieso sehr gut ist. Ein paar Nüdelchen, die kann man ja immer gut gebrauchen. Entweder mit Speck, mit Käse oder in einer Hackfleischsoße. Oder eine Gemüsepfanne. Wenn ihr Vegetarier seid, ist ja auch nicht schlimm, schmeckt ja auch gut. Man muss ja nicht immer Fleisch essen. Hauptsache, es schmeckt ein. Mehr braucht man ja dazu nicht sagen, oder? Was meint ihr? Falls euch dieses Video gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen, einen netten Kommentar, die Glocke, ein Abo, falls ihr noch keins da gelassen habt, und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nie wieder ein Video. Mit viel Glück kommt nächste Woche die Getickete für August. Und ich kann jetzt schon sagen, da ist kein T-Shirt drin. Dafür ein anderes schönes Item. Ich weiß nicht was. Lass euch überraschen, wie ich. Somit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Gleich geht's weiter mit dem Stream. Bis dahin. Tschüss.